Tag für Tag landen tonnenweise Lebensmittel im Müll. Die kritischen Stimmen gegen diese Verschwendung nehmen zu. Wir machen uns auf die Suche nach Menschen und Unternehmen, die Alternativen entwickelt haben. Aber reicht der gute Wille Einzelner? Wenn wir so weitermachen, werden wir im Jahr 2020 in Europa 120 Millionen Tonnen Lebensmittel wegwerfen. Das heißt, rund 30% der Lebensmittelproduktion landen im Mülleimer. Unweit von Berlin treffen wir auf Bauer Christian Heimann. Er ist mit einer Gruppe Freiwilliger bei der Ernte. Hier entsteht der Keim einer Essensretter-Kooperative, die auch die Misfits ernten will, die missratenen Früchte, die sonst vom Handel nicht akzeptiert werden. Misfit! Misfit! Der hat jetzt einfach zu viel Wasser bekommen und dadurch ist er aufgeplatzt. Eigentlich noch frisch, der ist kürzlich frisch. Aufgeplatzt. Ne? Genau. Die sind zu klein. Wenn die Ende Oktober zu klein sind, dann erntet man sie auch nicht mehr. Der Handel möchte einfach wirklich ungefähr so ab 400, 500 Gramm Rotkohl. Das ist so für eine kleine Familie. Den Bauern ärgert, dass er ein Drittel seiner Ernte aussortieren muss. Er sucht nach alternativen Absatzwegen, damit er sein Gemüse nicht auf den Kompost werfen oder für wenige Cent als Tierfutter verkaufen muss. Crazy. Crazy fit. Letztendlich genormte Siebe in der Kartoffelmaschine, ja, die sozusagen dann die Größen aussortieren. Sowas kommt gar nicht mehr in den Handel. Das sind jetzt die Kleinen, das sind jetzt die es heute Mittag zum Mittag. Aber das verstehe ich nicht, Mittag, das ist ja eigentlich perfekt. Was machst du jetzt konkret mit dieser Kiste? Na, wegschmeißen. Nein, wann können wir die nehmen wir natürlich mit. Ja, also. Die beiden Designerinnen wollen einen Gemüseimbiss aufmachen mit ihrem verändern. Wir möchten gerne diese Misfits jeden Tag anbieten und verarbeiten und in die Stadt holen. Generell aber ist uns halt wichtig zu zeigen, wie Natur aussieht. Und wir denken halt, dass viele Leute das heutzutage vergessen haben. Und wir versuchen, indem wir diese Sonderlinge verarbeiten, zu zeigen, was da draußen eigentlich wächst auf dem Feld. Ich bereite hier jetzt gerade vor Misfit-Spieße. Die bestehen heute aus dreibeinigen Möhrchen, die kurz blanchiert werden und ein bisschen gesalzen. Und die bieten wir dann Leuten später auf der Straße an auf einem Stick. Und die zeigen halt eben sehr schön diese Vielfalt, die wir zelebrieren und zeigen möchten. Und Lea hat einen ganz leckeren Brownie. Rote Beete Brownie. Das ist aus diesen, aus den zu klein geratenen Rote Beete. Mm. Man muss dafür kein ausgebildeter Koch sein. Wir sind ja auch keine Köchin. Und trotzdem haben wir bisher total viele Leute begeistern können mit Sachen, wo wir auch gedacht haben, so schmeckt das überhaupt? Ja. Und dann waren wir super überrascht. Genau. Heute wollen die beiden nichts verkaufen. Sie sammeln Spenden für ihren Gemüseimbiss in Berlin-Kreuzberg oder Neukölln. Das Label Culinary Misfits wollen sie dann auch Supermärkten zur Verfügung stellen und damit die Vermarktung von ungenormtem Gemüse ankurbeln. Möchtet ihr Culinary Misfits probieren? Heute hat nämlich unsere Crowdfunding-Kampagne gestartet online auf Startnext. Kann man auch alles auf unserer Seite finden. Zucchini haben wir jetzt irgendwie vor ein paar Wochen, da gab es solche großen und machen daraus leckere Sachen, wie zum Beispiel diese Sticks oder Rote Beete Brownie, weil halt total viel weggeschmissen wird. Also fast die Hälfte der Ernte wird halt entsorgt. Ein kleiner Laden wird nicht reichen für die Massen, die Bauer Christian Heimann aussortiert. Die Supermärkte könnten ein größerer Absatzmarkt sein, doch die meisten akzeptieren keine Abweichungen von der Norm. Die Bio-Company in Berlin-Spandau ist der erste Supermarkt, der den Bauern auch Misfits abnimmt.
Als Inhaber von 30 Filialen weiß Georg Kaiser, wie skeptisch die Kunden auf ungewöhnliche Gemüseformen reagieren und traut sich dennoch, krummgewachsenes Gemüse anzubieten. Wunderschön. Also ich finde das schön. Das ist für mich ein Zeichen von ökologischem Landbau und von bäuerlicher Landwirtschaft, von kleinen Betrieben, die sowas noch können. Mittlerweile warten die Kunden schon, damit ihr Freitag früh hier anliefert. Das ist eine Sache, das verkauft sich dann auch innerhalb von wenigen Tagen. Sind die Sachen weg und die Kunden hier haben wir mittlerweile überzeugt. Das haben sie aber auch deswegen geschafft oder wir geschafft oder gemeinsam geschafft, weil ihr auch hier in der Nähe seid. Überzeugte Kunden wünscht man sich auch in der Gastronomie und lockt die Gäste mit üppigen Portionen. Bei uns in Bayern sagt man ja immer, die Augen sind größer als der Magen bei manchen Leuten. Wird Fleisch weggeworfen, ist dies am schlimmsten für die Umwelt, aber auch für den Geldbeutel. Und so hat das Weiße Bräuhaus in München jetzt die üblichen Holzfällerportionen geschrumpft. Es ist eine Überraschung, dass die halbe Haxe kam, ja. Aber dann nach Überlegung war es eigentlich genau richtig. Man erwartet ja, wenn man Schweinshaxe bestellt, eher so einen Pizzateller und die große Größe. Aber man ist mal sehr übersättigt danach und von daher ist es die perfekte Portion. Klasse statt Masse. Genau. Genau. Ja. Man wird ja dadurch auch gezwungen, mehr zu essen, als man eigentlich verträgt. Weil man nichts überlassen möchte, da haben Sie schon recht, ja. Fleischportionen mit 300, 350 Gramm ist immer noch Standard. Wir sind der Meinung, 200 Gramm Fleisch reichen vollkommen aus. Man sieht es auf dem Teller kaum und der Gast merkt es aber im Magen. Es gibt ein angenehmes Gefühl, ein angenehmes Sättigungsgefühl. Und es ist nicht der Kampf da, schaffe ich es oder schaffe ich es nicht. Das Gasthaus reduzierte die Preise für die Normalportionen entsprechend. Die Gäste haben die kleineren Portionsgrößen schnell akzeptiert. Doch noch steht das Weiße Bräuhaus mit dieser Idee ziemlich allein. Die meisten Gastwirte haben Angst davor, dass ihre Kunden unzufrieden sein könnten. Doch das lässt sich leicht ändern. Anfangs war ich skeptisch, weil doch ziemlich große Männer bei uns verkehren und Arbeiter. Aber dann entwickelt sich die Idee so, auch eine XXL-Portion anzubieten für die Bauarbeiter, für die gestandenen Mannsbilder, die eine große Portion essen wollen, haben wir gesagt, jetzt machen wir gegen einen geringen Gebührenaufpreis. Eine XXL-Portion und dann konnte sich jeder bestimmen, was für Portion das er will. Das sind ja in der Woche zwei Spanferkel, was wir weniger wegschmeißen. Nur beim Spanferkel schon. Da brauchen wir in der Woche 20 Spanferkel. Und von den 20 hätten wir bei den früheren Portionsgrößen zwei weggeschmissen. Und das kann es nicht sein. Vor allem Buffets sind müllträchtig, denn sie verführen den Gast dazu, zu viel auf seinen Teller zu laden. Die Restaurants schlagen das auf den Preis. So müssen auch die Gäste für den Müll mitbezahlen, die gar nichts verschwenden. In einem chinesischen Restaurant in Düsseldorf entdecken wir eine ungewöhnliche Erziehungsmaßnahme. Wer Reste auf dem Teller übrig lässt, zahlt eine Strafgebühr. Ganz viele überlich im Teller, da muss nachzahlen. Dann die Leute alle gesagt, verstehen. Manchmal die Leute gesagt, nee, das ist Blödsinn. Für die Leute ist gesagt, toi, 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 so ein Restaurant. Aber die Leute auch wirklich ist alles wegschmeißen, das ist schade. 1 Euro wird für jedes Stück Sushi berechnet, das auf dem Teller bleibt. 2 Euro für Fleisch oder Garnelen. Die Androhung zieht. Die meisten Kunden laden sich nicht mehr zu viel auf die Teller. Einige finden die drakonische Maßnahme sogar ausgesprochen gut, weil sie glauben, dass die Schlacht am Buffet nur über den Geldbeutel verhindert werden kann. Im Gegensatz zur deutschen Regierung sind die Briten Vorreiter beim Kampf gegen die Lebensmittelverschwendung. Weil die Müllkippen überquellen, startete die britische Regierung eine Kampagne. Mit Erfolg. Großbritannien ist bisher das einzige Land Europas, das den Trend zu immer mehr Müll umkehren konnte. United Against Waste, gemeinsam gegen die Verschwendung, heißt die Initiative der britischen Gastronomiebranche. Sie gibt den Restaurantköchen ein Computerprogramm an die Hand, mit dem sie auch in größeren Küchen die Überreste verringern können. Der Koch Ashley Maskell nutzt es seit 2 Jahren.
Ich muss hier nur die Daten eintragen. An dem Tag waren 5 Kilo Verderb und 5 Kilo Zubereitungsreste. 2 Kilo blieben auf den Tellern der Kunden übrig. Die Zahl der Gedecke war 58. Und schon sagt mir das Programm, wie viele Kilo Müll pro Gedeck wir hatten. An dem Tag waren es 200 Gramm Abfall pro Gedeck. Das ist schon ganz gut. Wir garnieren viele unserer Gerichte mit ein paar Salatblättern. Aber leider, wenn irgendwas auf den Tellern zurückkommt, dann diese Salatgarnierung. Es kostete mich viel Geld, täglich den Salat zu kaufen. Es kostete Personalstunden, um den Salat zu verarbeiten, zu waschen, säubern, trocknen, schleudern und dann im Kühlschrank zu lagern, wo er Platz wegnimmt und Strom verbraucht. Das ist eine Kettenreaktion. Wir haben viel zu viel Salat verbraucht. Die einfachste Lösung war es, krause Salatsorten zu benutzen. Damit brauchten wir deutlich weniger Blätter für die gleiche Größe der Salatgarnierung. Wir nutzen jetzt auch all diese Brokkolistrünke, machen Suppe daraus, anstatt sie in die Tonne zu werfen. Und wenn noch was übrig bleibt, dann möchte ich auf keinen Fall, dass die Reste auf der Müllkippe landen. Also beliefern wir damit einen Schweinemäster. Mit dem Gemüse füttert der Bauer seine Schweine. Und wenn er sie schlachtet, dann gibt er uns eine Schweinehälfte als Dankeschön für das Futter. Damit haben wir früheren Abfall in etwas verwandelt, mit dem wir sogar noch Geld machen können. Eine weitere Essensretter-Idee, die viel früher ansetzt, dachte sich ein findiger Unternehmer aus den Niederlanden aus, der Karottensaft für deutsche Discounter herstellt. Unser Partnerbetrieb von Reisingen, der die Supermärkte beliefert, muss rund ein Viertel der Möhren aussortieren. Dieser Rest ging bisher als Viehfutter an die Bauern. Und wenn die es nicht brauchten, ging es sogar nur in die Biogasanlagen. Das ist doch keine Wertschätzung. Wir führen diese industriellen Nebenströme, sowohl bei den Karotten als auch bei anderem Gemüse, jetzt wieder seinem Ursprungszweck zu. Dem menschlichen Konsum. Videoscanner erfassen die Möhren. Sind sie zu klein oder krumm, werden sie mit Druckluftstößen auf andere Fließbänder gepustet. Die Normgrößen gehen in die Supermärkte, die anderen in die Saftpresse. Eigentlich simpel. Warum wird das nicht überall so gemacht? Der Grund? Karotten sind einfach zu billig. Für viele Unternehmen lohnt es sich nicht, die Reste zu verwerten. Sehr gesund, lecker, sehr kalt. Möhrensaft. Auf der Suche nach Alternativen kehren wir noch einmal nach England zurück. Technische Investitionen, Lebensmittelmüll einzusparen, werden sich langfristig rechnen, denn die Agrarrohstoffe werden immer teurer. Aber noch ist es für die Industrie oft billiger, Lebensmittel einfach wegzuwerfen, als in müllsparende Maschinen oder Arbeitskräfte zu investieren. Der Konzern Unilever hat sich dennoch entschlossen, die Prozesse in seinen britischen Fabriken so zu optimieren, dass immer weniger Lebensmittelmüll anfällt. Die Eisproduktion läuft in drei Anlagen, die unterschiedlich alt sind. Die modernste ist die effizienteste. 25% weniger Lebensmittelmüll. Ein Beispiel. Diese Tanks hier enthalten Schokolade, der wertvollste Teil der Eisriegel. Wir passen gut auf, dass die Schokolade nicht zu heiß wird, damit sie nicht an Qualität verliert. Die Tanks sind möglichst nah an den Fließbändern. So können die Rohre kurz bleiben und wir haben weniger Müll, wenn wir bei einem Produktionswechsel die Rohre reinigen müssen. Auch senkt das generell die Fehlerquote auf dem Weg der Schokolade vom Tank zum Eisriegel. Es gibt trotzdem noch jede Menge Abfall. Jedes Stück, das nicht perfekt aussieht, wird von den Arbeiterinnen aussortiert. Das Speiseeis wird sogar mit Röntgenstrahlen durchleuchtet. So sollen eventuell herabgefallene Metallteile entdeckt werden. Immerhin wird der Ausschuss inzwischen an eine Biogasanlage geliefert und nicht, wie bis vor kurzem, auf Müllkippen deponiert. Weniger wegwerfen und Geld sparen. Nach dieser Geschäftsidee funktionieren in Frankreich sogar ganze Supermarktketten.
Sie kaufen gezielt die Lagerreste der Lebensmittelfabriken auf. Wir sind doch keine Vergifter. Wir erleichtern es unseren Kunden, zu günstigen Konditionen einzukaufen. Wir sind preiswerter als die anderen Märkte, weil wir bei den Herstellern Lebensmittel kurz vor Ablauf des Datums einkaufen. Manchmal sind sie sogar darüber, aber das macht nichts. Das französische Gesetz erlaubt auch den Verkauf nach dem Mindesthaltbarkeitsdatum. Das Gesetz gilt nicht nur in Frankreich, sondern in der ganzen EU. Das Mindesthaltbarkeitsdatum verspricht nur eine bestimmte Güte, Konsistenz oder Aussehen. Es hat nichts mit Gesundheitsgefahren zu tun. Das wird oft missverstanden. Viele Lebensmittel werden deshalb unnötigerweise weggeworfen. In meinem früheren Beruf musste ich solche Produkte in die Verbrennungsanlagen transportieren. Da wurden Hunderttausende Tonnen Lebensmittel im Jahr vernichtet. Nur in dem Unternehmen, in dem ich arbeitete. Wenn man das auf Europa hochrechnet, kommt man auf Millionen Tonnen. Das macht mich zornig. Diese unglaubliche Verschwendung. Linsen. Als unsere Großeltern Linsen eingemacht haben, hielten die noch 15 Jahre im Keller. Warum druckt der Hersteller hier nur 24 Monate Haltbarkeit drauf? Vielleicht, um uns zu bewegen, mehr zu konsumieren. Wegwerfen, um wieder mehr zu kaufen. Solche Zweitverwerter gibt es bislang nur in Frankreich. Fast 200 Supermärkte landesweit. Für uns ist dieser Reste-Supermarkt sehr interessant. Ich habe 5 Kinder und wenn ich so einen Einkaufswagen betrachte, der kostet hier 30 bis 40 Euro. Wenn ich das Gleiche in einem regulären Supermarkt einkaufe, lande ich bei 90 bis 120 Euro. Das abgelaufene Haltbarkeitsdatum sagt nichts aus. Die Lebensmittel kann man noch lange danach essen. Aber die anderen Händler verkaufen es nicht mehr. Ich komme seit der Eröffnung vor einem Jahr hierher und ich bin immer noch nicht tot. Auf schnell verderblichen Produkten wie Fleisch ist ein anderes Datum aufgedruckt, das Verbrauchsdatum. Wenn es abgelaufen ist, ist der Verkauf verboten, wegen des Gesundheitsrisikos. In der Ukraine wurde jetzt eine mögliche Alternative zu diesem Datum eingeführt. Hier in der Fleischfabrik Globino wird die Erfindung eines deutschen Etikettenherstellers zum ersten Mal im Dauerbetrieb eingesetzt. Es handelt sich um ein Temperaturlabel, mit dem nachvollzogen werden kann, ob zum Beispiel eine Hackfleischverpackung seit der Produktion ohne Unterbrechung gekühlt wurde. In dieser Hightech-Maschine, Made in Germany, wird das Label mit einem UV-Blitz gestartet. Der Ablauf ist dann aber nicht an die Zeit gekoppelt, sondern an die Temperatur. Das Besondere an diesem Label ist jetzt, dass es hier eine spezielle Druckfarbe gibt, die über diese Anlage aufgeladen worden ist, in diesem Zustand hier. Und mit Ablauf der Zeit bleicht dieses Etikett wieder aus. Ich simuliere das jetzt mal ziemlich schnell, indem ich einfach ein Feuerzeug drunter halte und eine sehr starke Wärmequelle hier benutze. Der Verbraucher könnte dann sehen, dadurch, dass es nicht mehr tiefblau gefärbt ist, sollte man, wie hier dargestellt, das Produkt nicht mehr verzehren, da es gesundheitsschädlich sein könnte. Das Temperaturlabel wurde bereits in den Supermärkten einiger europäischer Länder getestet, unter anderem auch bei Edeka in Deutschland. Dort wollte man uns das neue Label aber nicht drehen lassen, weil noch unklar ist, ob es generell eingeführt wird. Dabei ist es besser als jedes zeitliche Ablaufdatum, das immer nur ein Durchschnittswert sein kann. Wenn man 2 Bakterien irgendwo drin hat und die vermehren sich, sind es 4. Danach sind es 8, 16, 32, haben ein exponentielles Wachstum, das zusätzlich unterstützt wird durch höhere Temperaturen. Denn dieses exponentielle Wachstum hängt von der Temperatur ab. Je tiefer die ist, desto langsam geht dieses Wachstum. Je höher sie ist, desto schneller geht das. Und dieses Etikett muss dieses Wachstum der Bakterien exakt nachstellen. Die deutsche Metro-Handelskette hat das Temperaturlabel jetzt in allen ihren Märkten in der Ukraine eingeführt, damit die Kühlkette besser überwacht werden kann.
Der Einkaufschef betont, dass das Label aber aus juristischen Gründen das Verbrauchsdatum nicht ersetzen darf. Wenn das Verbrauchsdatum abgelaufen ist, dann müssen wir die Ware aus dem Regal nehmen, auch wenn das Temperaturlabel anzeigt, dass das Fleisch eigentlich noch gut ist. Aber hat der Kunde es schon gekauft, kann er wenigstens noch zu Hause nach dem Label urteilen, ob er das Fleisch noch essen will oder nicht. Wenn das Verbrauchsdatum abgelaufen ist, heißt das nicht automatisch, dass die Ware nicht mehr gut ist. Wie oft wandern gut essbare Lebensmittel in die Tonne, nur weil das Datum abgelaufen ist? Das neue Label kann deswegen auch die Verschwendung verringern. Bessere Qualitätskontrolle und gleichzeitig weniger Müll. Und das für 2 Cent mehr pro Verpackung. Die Kunden sind begeistert von dem neuen Label. Eine gute Idee. Das Label gibt uns Kunden die Möglichkeit zu sehen, ob das Fleisch frisch ist oder nicht. Und wie lange es schon aufbewahrt wird. Hier in der Ukraine gab es einige Fleischskandale und die Kühlkette wird oft beanstandet. Deshalb bin ich der Meinung, dass es eine gute Idee ist. Im Prinzip könnten die bisherigen Haltbarkeitsdaten durch das neue Temperaturlabel komplett ersetzt werden. Doch die Supermärkte räumen die Lebensmittel nach wie vor kurz vor ihrem Ablauf aus den Regalen, auch wenn sie noch einwandfrei sind. Ein holländischer Supermarktdirektor zeigt uns, welche neuen Wege er gehen will. Dieser Rinderbraten ist im Prinzip qualitativ noch sehr gut. Aber an der Oberfläche ist ein kleiner brauner Fleck durch Sauerstoffmangel. So etwas wird typischerweise aus dem Regal sortiert und weggeworfen. Der Konsument möchte lieber ein makelloses Stück Fleisch, obwohl dieses eigentlich nicht schlecht ist. Bisher musste er jedes Jahr mehrere Tonnen gute Lebensmittel in den Müll werfen. Doch jetzt will der Supermarktdirektor das ändern. Ich kann das Fleisch braten und als Schmortopf verkaufen. Auch die Brotreste kann ich verarbeiten. Aber wenn ich das hier im Geschäft mache, muss ich einen eigenen Koch beschäftigen. Unsere Kette hat 4.300 Supermärkte in den Niederlanden. Also müssten wir 4.300 Köche einstellen. Ich denke, da ist es einfacher, wenn wir alle eine gemeinsame Lösung suchen. Das übrige Brot, Fleisch und Gemüse kann doch zentral gesammelt und verarbeitet werden. Wir reden hier von einem Warenwert von etwa 500 Millionen Euro im Jahr. Allein in den Niederlanden. Supermarktreste als Fertigessen vermarkten. Diese Geschäftsidee könnte zu einem Millionenbusiness werden. Dabei arbeitet die holländische Supermarktkette Plus mit einem der bekanntesten Edelcaterer der Niederlande zusammen, Bob Hutten in Eindhoven. Seine Köche zeigen uns, welche Gerichte sie aus den täglichen Restelieferungen zaubern können. Die Qualität dieser Mahlzeiten ist wirklich über Restaurantniveau. Ich denke, dafür wird es in den Niederlanden auch einen Markt geben. Das Angebot wechselt, denn jeden Tag bleibt etwas anderes übrig. Die Köche müssen also extrem flexibel sein. Dafür sind die Zutaten immer frisch. Das ist eine Suppe, wie sie meine Mutter früher gemacht hat. Nur Tomaten, sonst nichts. Einfach pure Tomaten. So etwas kann man im Geschäft gar nicht mehr kaufen. Das Fertigessen soll im Supermarkt verkauft werden. So ähnlich wie hier im People's Supermarket in London. Das ist freilich nur ein einzelner Laden. In den Niederlanden wäre es eine große Supermarktkette mit 4.300 Filialen. Aber das Prinzip ist dasselbe. Aussortieren und rechtzeitig verarbeiten, bevor es schlecht wird. Beim People's Supermarket ist es eine Frage der Philosophie. Hier wird nichts in die Tonnen geworfen, was noch essbar ist. Für den Koch ist das eine Herausforderung. Wenn du am Morgen reinkommst, dann weißt du oft nicht, was zum Kochen da ist, weil es erst am Vorabend im Laden eingesammelt wurde. Unsere Kunden unterstützen unsere Anstrengungen, den Müllberg zu verringern.
Wir kommen der Nachfrage kaum hinterher und könnten eine Menge mehr Fertiggerichte produzieren. Sie würden sich verkaufen. Zurück in Deutschland. Vester Hein klappert jeden Morgen die Berliner Bäckereien ab. Für einen geringen Betrag nimmt sie ihnen die Brote ab, die diese am Vortag nicht verkaufen konnten. Das ist ein ganz toller Job. Ich liebe meinen Job. Erstens mal riecht's gut. Das ist toll. Also, du steigst ins Auto und es riecht nach Brot. Ich habe damals auch jetzt nicht gedacht, ich mache jetzt mal eine nachhaltige Idee. Das war eigentlich viel weiter unten angehängt. Ich habe einfach vom gesunden Menschenverstand her gedacht, ist doch schade drum um das Brot. Muss man doch nicht wegwerfen am zweiten Tag. Ich esse es doch auch am zweiten Tag. Wir sind einfach dafür da, um dem Brot noch mal eine Chance zu geben. Ihre Geschäftsidee mit dem Brot am zweiten Tag wurde mehrfach kopiert. Auch Vester Hein hat inzwischen eine zweite Filiale eröffnet, ebenfalls am Prenzlauer Berg in Berlin. Sie wundert sich darüber, was so alles aussortiert wird. Das ist Absicht. Das ist Absicht und das ist halt nicht Absicht und deswegen kann der Bäcker das nicht mehr verkaufen. Aber ich kann das verkaufen und das tue ich. Es gibt nicht alles immer, sondern es gibt immer nur das, was eben woanders übrig geblieben ist. Das hat ja auch was Spannendes, ne? Was gibt's denn heute? Also man weiß es nie. Man muss sich immer überraschen lassen. Vester Hein hat sich im Altbrotmarkt auf das Premium-Segment spezialisiert. Bio-Brote und Brötchen von hoher Qualität, die auch am zweiten Tag noch gut schmecken. Wie alt ist das Brot von gestern wirklich? Ist doch eigentlich eine philosophische Frage, oder? Die schockierende Erkenntnis, dass wir die Hälfte unserer Lebensmittel wegwerfen, hat viele Menschen dazu bewegt, nach Alternativen zu suchen. Das ist gut, aber reichen werden die einzelnen Initiativen nicht. Die Regierungen müssen das Wegwerfen von Lebensmitteln so verteuern, dass es sich nicht mehr lohnt. Erst dann werden alle Unternehmen mitziehen. Werden wir im Jahr 2050 genügend Lebensmittel haben, wenn die Weltbevölkerung auf über 9 Milliarden wächst? Entschuldigung, aber wir produzieren doch heute schon genug für diese 9 Milliarden. Nur, dass das Essen nicht zu den Mündern der Hungrigen gelangt, sondern in unseren Abfalltonnen landet. Das ist doch eine moralische Frage, nicht nur eine wirtschaftliche oder ökologische. Wir müssen uns darum kümmern, weil es schlicht und einfach falsch ist.